Bam. Yo, Freunde, und somit herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Quasi genauso wie bei COD 5, ne? World at War, mal wieder auf was Moderneres. Und ja, das Ganze hier auf Ubuntu Linux. Und dann will ich jetzt halt mal hoffen, dass ich meinen Spielstand hier übertragen konnte. Das sah aber soweit ganz gut aus. Ja. Und dann wollen wir mal sehen, wa? Grafikqualität sehr hoch. Geht denn noch mehr? Ultra. Brauchen wir das? Ich denke nicht. Limit eigentlich bei 70 FPS gesetzt und im Menü, ja, macht er so, wie er gerade mag. Ist ja egal, läuft ja flüssig. Oh, wollen wir mal schauen, wa? Etwas angeschlagen, mich hat die Influenza auch gepackt. Aber was soll's. Tun einem halt alle Knochen weh, ne? Und ja. Gucken, ob wir was hinkriegen hier. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich von Arbeitern am häufigsten höre, ist die, dass sie mit ihrem Los unzufrieden sind. Was quält ihr euch, frage ich. Ja, fängt ja gut an hier. Munition ist ein bisschen am Arsch. Warum solltet ihr das wollen? Wer will schon all die Verantwortung und Sorgen? War sie nicht eigentlich irgendwie weg? Arbeit, esst euer Essen und geht schlafen. Na, wir gucken mal. Achso, das ist hier nicht ein Tab. Ist Schönheit. Irgendwie konnte man sich doch den Weg zeigen lassen, ne? Mit irgendeiner Taste. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Guckst du so grimmig? Tja, ich will mal hoffen, dass ich den Spielstand tatsächlich retten konnte und all das. Sie folgt uns, okay. Gesundheit ist eigentlich alles tippi hier, oder? Nee. Kann man sich mal ein bisschen aufpumpen. Ich hab dich gefunden. Ja, dann mal her damit. Kriegen wir Munition? Ja, in der Tat. Die können wir auch gebrauchen. Karabiner. Was habe ich da sonst gerade noch? Das Maschinengewehr hier, ne? Gucken. Seifengeschütz. Das hier ist es doch, oder? Ja. So. Dann wollen wir mal schauen hier. Finkton Docks Bereich verlassen, machen wir das mal. Ich will hoffen, dass ich möglichst in das Let's Play weitermachen kann. Gehe nach Finkton und finde den Waffenschmied. Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Daisy Fitzroy führt ihre verkommene Bande ins Verderben. Ende. Okay. Oh, Touristerrungenschaft. Ja, immer her damit. Ich weiß nicht, ob ihr das nachher in der Aufnahme auch seht, aber ich vermute mal ja. Und
Du zeigst mir den Weg, oder? Oh, hier, Lockpick, immer her mit den ganzen Sachen. Lauscher und so weiter. Könnte ich mit J abspielen, oder? Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Wir stellen nicht euch, damit er sich die Seine nicht schmutzig macht. Wie kommen wir nach Finken rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Finde einen Weg, Finken zu betreten. Mhm. Oh, ja. Ein Schloss aufzuknacken? Mach mal auf da. Bitteschön. Da drüben. Ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finken. Und kostet uns unterwegs das Leben. Hm. Okay. Jo. Ja, genau. Dann mag ich mich hier jetzt aber auch erstmal nochmal umgucken. Ich stellt nicht ein. Ich wage es zu bezweifeln, dass ich bei euch arbeiten möchte. Ja, hier komm, das Zeug nehmen wir doch noch mit. Ach so, im Kampf ist Knacken nicht möglich. Ja, super. Dann muss ich da den Kampf wohl erstmal beenden eben, wa? Ja, dann kommt. Dann will ich euch mal fertig machen, da. Oh Mann. Boah, wo kommt ihr denn auf einmal her? Na, klasse. Hier abgeht, ey. Gatling Gun. Die wollt ihr aber gar nicht haben. Junge, Junge, Junge. Es kommt mir ein bisschen merkwürdig vor, als wenn das ein Stück von meinem alten Spielstand ist, wo ich vor dem Let's Play schon mal, ich hab's ja schon einmal durchgespielt gehabt, das sagte ich ja, glaube ich, auch gleich eingangs schon zu diesem Let's Play. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das will ich nicht hoffen. Hier ist ein Schloss. Oh, mach mal auf, die Hütte hier. Ich meinte, sie war ja eigentlich weg gewesen. Erledigt. Zuletzt und ich bin da irgendwie hinterher, ne? Und dann standen wir auch irgendwie draußen und so weiter und so fort und naja. Schauen wir mal. Wenn nicht, im Fall der Fälle müssen wir dieses Let's Play halt einfach mal komplett von neuem beginnen. Das wäre ja auch nicht so schlimm. Ist ja ein tolles Spiel und macht Spaß. Salvengeschütz, ne, könnt ihr behalten. Ich hab nicht wirklich Interesse dran hier. Ich frage mich. Schild.
Gesundheit. Nimm mal ein bisschen mehr Schild, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Oh, dann kann sie das hier eigentlich auch noch aufmachen, ne? Verschlossen. Bitte sehr. Na, müssen wir sogar, wa? Von da kam sie auf die Treppe hoch, nicht wahr? Dann hätte ich mir den auch sparen können. Ist natürlich doof. Jetzt habe ich nämlich Lockpicks verschwendet, aber na gut. Hilft ja alles nix. Aber da gibt es einen Lockpick schon wieder zurück, insofern. Munition für Panzerfaust voll, aha. Okay. Oh, da ist ein Voxaphon hier. Lauscher, 70 von 80 Errungenschaften. Mhm. Persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Dann haben wir hier Munition und so weiter und so fort, ne? Schrotflinte. Ja, das will mir gefallen. Ich bräuchte hier Hilfe. Oh. Das ist alles? Keine große Herausforderung. Ja, jammer nicht, mach die Kiste auf. Silberigel, okay. Brauchen wir Geld? Mal her damit. Der Waffenschmied Chen Lin besucht wegen Kontakten zur gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht tot, oder? Nein. Wanted. Chen Lin. Known connections to the outlaw Daisy Fitzroy. Mhm. Ja, nun. Ich will hoffen, dass das alles passt, weil dann könnte man ja einfach weitermachen, ne? Das wär's ja. Der blinkert doch noch was. Hat sich sein Lockpick versteckt. So, und ich denke mal, wir müssen jetzt hier mal mit diesem Elevator fahren hier. Machen wir das mal. Na, was schaust du da? Da, Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Mhm. Wieso hatte Slate es? Okay. Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Oh, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich warte eigentlich nur schon auf ein bestimmtes... Ja, Level nenne ich es mal. Ja, das hat mir nicht so gefallen. Das war wieder so Horror-Gruselmäßig und ich befürchte, dass das nach diesem Fahrstuhl kommt, leider. Ja, hier komm, steig doch ein. Mädel. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube.
Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum, seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Bimmelt das Teil hier? Okay. Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Das ist komisch. Tja, der Mann hat ein Ego. Ich werde nach diesem Let's Play gleich dann mal gucken, wo ich da aufgehört habe. Ich einfach mal meine Playlist aufrufen. Das kommt mir alles ein bisschen komisch vor. Aber gut, das ist bei diesem Spiel sowieso so eigentlich, ne? Das ist halt Bioshock, ja. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch arme Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte. Zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Okay. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Okay. Was will Mr. Fink von uns? Ja komm, auf so einen Revolver habe ich Bock, das ist cool. Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Finden Sie den Waffenschmied Chen Lin. Okay. Wir brauchen einen Kohlentransport. Die Kohle muss von Fink weg. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Ja, kommt mir durchaus noch bekannt vor. Aber gut. Mach hier mal, ich hoffe, das war jetzt hier gerade schon so ein Kontrollpunkt wieder. Ja, alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Und bis denn dann.